Schweren Unfall heute Morgen früh in Grenichen. Ein Lastwagen von der Post und ein Auto sind mit voller Wucht frontal ineinander hineingefahren. Dabei hat sich der eine Lenker schwer verletzt. Peter Ibstein. Stützpunkt Feuerwehr Aarau kämpft mit den Rettungssanitätern ums Leben des 30-jährigen Mannes. Er ist bewusstlos in seinem Auto gelegen. Den Gesundheitszustand haben wir so nicht abklären, aber es gilt natürlich gleich, dass man den Lenker schonend zu dem Fahrzeug rausnehmen, so dass nicht noch mehr passiert und dass er eben rasch dann kann der Sanität übergeben werden, dass er kann stabilisiert werden. Schwer verletzt bringt man einen 30-jährigen Schweizer ins Kantonsspital Aarau. Passiert ist der Unfall heute Morgen kurz vor den 5. Der Lenker vom Ford Kombi ist aus noch ungeklärten Gründen unbremst frontal in einen Lastwagen geprallt. Der Airodin Dauti ist mit seinem Lastwagen als Erster an die Unfallstelle hergefahren und hat erste Hilfe geleistet. Wir sind gerade übergegangen beim Chauffeur vom Auto. Er war bewusstlos. Ich kann nicht mal Namen sagen, nichts. Wir haben die Polizei angerufen. Auch der Lastwagenchauffeur, ein 26-jähriger Slowenier, hat sich beim Unfall am Knie und am Nacken leicht verletzt. Er hätte die Poststellen im Wienental beliefern. Nach einer längeren Bergung konnte man die dringende Fracht dann in einen Ersatzlastwagen umladen. Der Chef der Firma TopM Transport, der im Auftrag der Post fährt, ist erleichtert, dass seinem Angestellten nicht mehr passiert ist. Gott sei Dank war der Chauffeur nicht schwer verletzt. Post, Sendungen, Unterkulm und Grenichen tun wir leider mit einer kleineren Verspätung auf die Zustellung geben. Und ich hoffe, dass die Kunden das Verständnis haben. Die Polizei klärt jetzt ab, wieso es zu dem Unfall gekommen ist.